Moin, schön, dass du vorbeiguckst. Das bin ich, Nico. Ein Ostseesegler aus Neustadt in der Lübecker Bucht. Und das ist mein Schiff, die Biedewind. Ein 29 Fuß Langkieler. Gemeinsam haben wir uns auf den Weg gemacht, um durch den Nordostseekanal über die Eider nach Helgoland und von dort weiter zu den ostfriesischen Inseln zu segeln. Schön, dass du mit an Bord kommst. In den Episoden vorher hatte ich mit meiner Schwägerin Hilde die Inseln Wangerooge und Spiekeroog bereist und Hilde nun in Neuharlingersiel abgesetzt. Jetzt soll es nach Langeoog gehen. Komm mit und schau dir den weiteren Verlauf meiner Reise an. Gute Geschichte. Neuharlingersiel vor 2,5 Stunden verlassen. Lauf jetzt gerade Richtung Langeoog. Müsste gleich eine halbe Stunde dort sein. Hilde hat ja abgeheuert, aber damit mir heute Abend nicht langweilig wird, habe ich mich mit einem Wattensegler verabredet. YouTuber, der auch einen tollen Kanal hat, von Nordsee-Abenteuer, die er so macht, meistens mit seinem kleinen Hund. Der ist heute Abend dort noch im Hafen, ich hoffe ihn zu treffen. Naja, gut, dann werden wir mal ein Bier losmachen. Wer sich übrigens wundert, dass all diese Inseln, Wangerooge, Langeoog, Spiekeroog, auf Oog enden, es ist friesisch und bedeutet einfach Insel. Und genau von der Insel Spiekeroog kommend, segelte ich jetzt nach Langeoog. Der Weg führte mich übers Watt entlang eines Prickenweges. Pricken, das sind diese kleinen Besenstiele, die aus dem Wasser schauen und Seezeichen darstellen. Sie markieren Wege, die bei Flut befahrbar sind und bei Ebbe liegt das ganze Land trocken. Bald war Langeoog erreicht und ich war überrascht von der Größe der Hafeneinfahrt und der gesamten Hafenanlage. Aber das hing damit zusammen, dass im Krieg hier ein Stützpunkt errichtet war. Das lief ja perfekt. Kaum hatte ich festgemacht und nach der Hafenmeisterin geschaut, lief mir Tom auf dem Steg entgegen. Und wir beschlossen, gemeinsam essen zu gehen. Das Tolle in Langeoog ist, direkt am Hafen lädt eine nette Speisegaststätte zum Verweilen ein. Tom berichtet auf seinem YouTube-Kanal über seine Erlebnisse im Wattenmeer. Und genau einer dieser Episoden hatte auch mich zu meiner Nordsee-Tour inspiriert. Umso mehr freute ich mich nun, Tom auf einen kleinen Klönschnack zu treffen. Moin. Ich hol mal noch ein Bier rüber, wa? Ja, auf jeden Fall. Gleich, ich hol noch ein Bier. Hast du genug gebunkert? Meine Sorge, dass Tom zu wenig Bier an Bord hatte, war unbegründet. Das Einzige, was hier trocken fiel, waren die Schiffe im Hafen. Nachts hatte es ordentlich geblasen. Sobald wieder Wasser im Hafen war, hatten alle Boote eine ziemlich unruhige Nacht. Aber ich war mit meinem Platz zufrieden. Die Biedewind lag sicher an der Spitze des Steges und mit ablaufendem Wasser fiel sie auch wieder trocken und die Schaukelei war vorbei. Nur wo der Hafen trocken fiel, konnte man auch gut die gewaltigen Ausmaße erkennen und ich fragte mich, wie die damals wohl vorgehabt haben, diesen Hafen schlickfrei zu halten. Es kam mir irgendwie wie eine Sisyphus-Aufgabe vor. Es ist doch kaum möglich, die Hafeneinfahrt frei zu halten. Naja, deutscher Größenwahnsinn. Apropos Aufgabe. Ich hatte in Neuharlingersiel einen Ableger versemmelt und mich mit der Steuerbordlaterne an einen Dalben gelegt. Na, das musste noch irgendwie notdürftig gerichtet werden. Ja, wunderbar. Langeoog gut angekommen, Wattensegler getroffen, gestern ordentlich ein Bier getrunken, wie sich das gehört. Ja, und jetzt geht's los, Insel erkundigen. Von Spiekeroog war ich ja etwas verwöhnt. Dort lag der Hafen ja direkt an der Stadt. Hier auf Langeoog musste man wieder eine längere Strecke laufen oder, wie ich diesmal, die Eisenbahn nehmen. Es war inzwischen reichlich schwül geworden und nicht nur dem Bund war es zu heiß.
Dennoch beschloss ich erstmal den Ortskern zu erkunden und mich etwas umzuschauen. Auch Langeoog ist eine autofreie Insel, sodass Kutschen verkehrten. Bedingt durch die kriegerische Vergangenheit war auch hier die alte Bausubstanz den Bomben zum Opfer gefallen. Die Inselbewohner lebten fast vollständig vom Tourismus, was man angesichts der schönen Lage und der Natur auch sehr gut nachvollziehen konnte. Es war einfach ein herrlicher Badeort. Vom Ortskern sind es nur wenige Meter bis zum Wasserturm Langeoog, dem Wahrzeichen der Insel. In den Sommermonaten kann man diesen Turm besteigen und hat eine wundervolle Aussicht über die Insel, die Dünenlandschaft und das Wattenmeer. Aber Corona-bedingt war der Turm geschlossen. Nun gut, so musste es eben ohne Besichtigung der Aussichtsplattform funktionieren. Der Turm selber befand sich in ungefähr 18 Meter Höhe und so konnte ich auch von hier aus wunderbar meine Blicke über die Insel schweifen lassen. Wie bei allen ostfriesischen Inseln befand sich auch hier der Ort im Westen der Insel. Bedingt durch die Meeresströmung wanderten ja alle Inseln von West nach Ost und auch unter ihren Ortschaften hindurch, was erst durch die Eindeichung gestoppt werden konnte. Es herrschte ziemlich klare Sicht und ich konnte bis zur Nachbarinsel Baltrum schauen. Im Seegat der Akumae verrichtete ein Saugbagger seinen Dienst. Für mich war es nur an der Zeit, meinen Weg durch die Dünen bis ans Wattenmeer der Nordsee zu machen. Der Versuch, mal eben durch den Priel auf die Sandbank zu gelangen, erwies sich als keine gute Idee. Ich versank schnell bis zu den Knien und musste unverrichteter Dinge umdrehen und mir eine andere Passage suchen. Herrlich, da war sie wieder, diese Freiheit und Weite, dieses Licht und diese herrliche Luft, die meiner Nase so gut tat. Ich weiß nicht, ob man es gerade beim Vertonen merkt, ich habe eine Frühpollenallergie. Ich muss mich echt zusammenreißen, um mit verstopfter Nase den Film einigermaßen vernünftig vertonen zu können. Zwei Tage blieb ich auf Langeoog und wanderte über die Inseln. Ich beobachtete das Kommen und Gehen des Wassers im 6-Stunden-Rhythmus und genoss die wärmende Sonne und das Faulenzen am Strand. Es war die perfekte Sommeridylle. Die Kinder bauten Burgen und planschten am Strand, die Sonne strahlte vom Himmel. Lediglich, wenn man morgens vor dem Bäcker mit Abstand Schlange stand oder abends sich um eine Reservierung für einen Essenstisch bemühte, wurde einem bewusst, dies ist der Corona-Sommer 2020. Nichts war normal. Die Idylle täuschte. Ich stand nun am Scheideweg. Wie sollte meine Reise weitergehen? Ausgesucht hatte ich mir als nächstes Ziel schon Norderney und ich wollte bis Greetsiel. Die Karten lagen parat. Aber der äußere Schein täuschte. Wo viel Licht, da auch viel Schatten. Äußerlich sah meine Reise glücklich und toll aus. Aber innerlich ging es mir ganz, ganz dreckig. Und das lag nicht nur an dem Corona-Frühjahr. Zum Jahreswechsel war vollkommen unverhofft meine Tochter an einer Hirnblutung verstorben. Und wenn ich nu in meine Koje krabbelte, sah ich immer noch das Bild vor mir vor Augen, wie sie an den Atemgeräten angeschlossen war. Oder ich wachte nachts weinend aus dem Schlaf auf. So konnte die Reise nicht weitergehen. Das Innere und das Äußere passten nicht zusammen. Da mir klar wurde, dass ich noch 20 Inseln besuchen konnte und dennoch nicht fröhlich werden würde, beschloss ich, die Reise hier abzubrechen und umzukehren. Abends ging ich nochmal so richtig lecker Fisch essen
um dann früh morgens um 6 am nächsten Tag aufzustehen, um eine weite Tour von Langeoog bis Cuxhaven anzutreten. Good news, no near gale or gale warning. Prevailing winds until tomorrow noon. German North Sea coast, east to northeast 4. Variable light winds later. Occasional thunderstorm gust. Morgens um 7:30 machte ich mich mit ablaufendem Wasser auf dem Weg, um zwischen den Inseln Baltrum und Langeoog auf der Akkomae den Weg durch Seegat zu nehmen, solange dort noch genug Wasser stand. Schon von Weitem war das Baggerschiff auszumachen, das ich schon Tage zuvor vom Wasserturm aus beobachtet hatte. Der gebaggerte Sand wurde durch ein Rohrleitungssystem befördert und diente der Strandaufspülung, um die Insel zu befestigen. Ohne Mühen durchquerte ich das Seegat und ab der Ansteuerungstonne Akkomae setzte ich Kurs Osten entlang der Inseln Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge, um dann gegen Mittag das Weserfahrwasser einzugehen. Von hier aus wollte ich, leicht vorhaltend gegen den ablaufenden Strom, das alte Weserfahrwasser kreuzen, um dann gegen nachmittags um 3 bei der Elbe anzukommen, wo der Strom kentern sollte. Ab dann würde die Strömung mit mir sein und ich hoffte, so gegen 18 Uhr in Cuxhaven anzukommen. 12 bis 13 Stunden hatte ich für die knapp 60 Seemeilen eingeplant, da ich gedachte, die Gezeitenströmung zu meinem Gunsten auszunutzen. Spiekeroog liegt quer ab, komm gut voran. Der ein oder andere mag sich fragen, warum klapperst du eigentlich nicht alle Inseln ab, sondern drehst nach 3 ostfriesischen Inseln schon um. Ja, aber der Grund ist ganz einfach, weil ich nicht mehr mag und nicht mehr kann. In mir geht immer noch so ein Mühlrad im Kopf herum. In einer Woche ist meine Tochter Michelle 34 geworden. Sie ist seit 6 Monaten tot. Ja, und ich werde die Dämonen in meinem Kopf einfach nicht los. Und dies alleine hier rumgetucker macht auch nicht so richtig glücklich, um mit Corona-Maske da in irgendwelchen Kneipen alleine rumzuhängen, ist auch nicht schön. Genau, und darum habe ich beschlossen, ich fahre jetzt nach Hause. Ich brauche noch locker eine Woche. Ja, und vielleicht bin ich dann mit der Mutter von Michelle zusammen. Wir begehen so dann diesen ersten einsamen Geburtstag. Ja, was soll's. Man muss da irgendwie durch. So ist das Leben. Das ist kein Wunschkonzert. Ich kann mir das auch nicht aussuchen. Ich muss jetzt irgendwie schauen. Aber genug der trübsinnigen Gedanken. Mit aufklarendem Wetter besserte sich auch meine Laune. Vor 10 Minuten habe ich das alte Weserfahrwasser passiert. In einer Dreiviertelstunde bin ich bei der Ansteuerungstonne Elbe. Die ich natürlich nicht direkt exakt anlegen werde, weil ich nicht mit den großen Pötten in Kollisionskurs kommen werde. Aber meine Gezeitenberechnung hat gut funktioniert. Heute Morgen bin ich ja um 7:30 von Langeoog los und hatte so ausgerechnet, dass ich gegen 3 an der Elbetonne ankomme, was jetzt auf eine Viertelstunde genau hinkommt. Dann kentert dort der Strom und ich kann mit dem auflaufenden Wasser die Elbe aufwärts fahren nach Cuxhaven. Hab dann vielleicht 3-4 Knoten mitlaufenden Strom, sodass ich recht zügig bin. Und ich hoffe dann, dass ich irgendwann gegen 5:30 in Cuxhaven bin, schönen Liegeplatz finde. War nicht schlecht für einen Ostseesegler. Ich bin zufrieden. Genauso wie auch ich wollte die Berufsschifffahrt mit auflaufendem Strom in die Elbmündung hinein.
Alle hielten auf die Ansteuerungstonne Elbe zu und da sich das immer weiter verjüngte, wurde der Schiffsverkehr immer dichter. Mit den 3-4 Knoten mitlaufenden Strom war ich zumindest am Anfang viel zu optimistisch. Aber das tat der Sache keinen Abbruch. Es gab so viel Interessantes zu schauen, der Schiffsverkehr wurde immer dichter und ich kam aus dem Staunen nicht raus, was da alles los war. Es wirkte fast wie eine Wettfahrt auf mich. Alle diese großen Schiffe versuchten, auf der einlaufenden Welle mitzureiten. Und ich wurde teilweise mächtig durcheinander geschüttelt, wenn diese Boote so dicht an mir vorbeifuhren. Nachmittags gegen 4 kam Scharnhörn in Sicht und ich wusste, es sind nur noch ungefähr 2,5 Stunden bis Cuxhaven. Mit den vielen Schiffen um mich herum wurde die Fahrt nicht langweilig. Als nächstes kam mir ein futuristischer roter Riese entgegen, die S-Fakt. Dies war ein Serviceschiff, was die Techniker herausbrachte zu den zahlreichen Plattformen in der deutschen Bucht. Die Wettfahrt zum Einlaufen in die Elbe gewann natürlich nicht dieser Frachter, sondern das Doppelrumpfboot der Helgoland-Fähre. Obgleich die Helgoland-Fähre sehr schnell war und eine imposante Heckwelle vorweisen konnte, erzeugte sie doch nicht so heftige Turbulenzen, wie es die großen Pötte mit ihrer Verdrängung machen konnten. Und weiter ging meine Fahrt Elbe aufwärts. Inzwischen hatte ich ordentlich Strömung mit mir und ich machte 7-8 Knoten über Grund. Der Strom an Booten, die mir entgegenkamen oder mich überholten, wollte und wollte nicht abnehmen. Ich hatte genug zu tun, Ausguck zu halten. Und so verging die Zeit wie im Fluge und Cuxhaven kam immer näher und ich freute mich schon auf ein leckeres Abendbrotessen. Schon von Weitem auszumachen war die fast 30 Meter hohe Kugelbarke. Das Wahrzeichen von Cuxhaven. Dieses Seezeichen trennte die Binnen- von der Außenelbe. Und dann kam auch schon bald die Hafeneinfahrt zur Seglervereinigung Cuxhaven in Sicht. Ich fand einen guten Liegeplatz neben einem alten Holzspitzgatter,
freundete mich mit dem jungen Pärchen an, die mich gleich einluden, mit in die Stadt zu kommen, Abendbrot zu essen, in einer Bar noch einen gemeinsamen Absacker zu nehmen. Der Abend war gerettet. Zeitig morgens um 7 mit auflaufendem Wasser machte ich mich am nächsten Tag auf den Weg, weiter Elbe aufwärts nach Brunsbüttel, um in den Nordostseekanal zu laufen. Aber das alles ist eine andere Geschichte. Und sollte dir dieser Film gefallen haben, schenke mir ein Like, abonniere meinen Kanal und sei gespannt auf den letzten Teil meines Nordsee-Abenteuers.